Guten Tag, mein Name ist Dennis Diersen von Lütze. Jeder von uns kennt Sicherungsautomaten, zum Beispiel auch vom Schaltkasten in der eigenen Wohnung. Ganz ähnliche Sicherungsautomaten werden auch im Schaltschrank zur Absicherung von DC 12 Volt, 24 Volt und 48 Volt Kreisen eingesetzt. In den meisten Fällen werden mehrere Automaten zum Aufbau einer Selektivität benutzt. Das heißt, es werden zum Beispiel elektronische Komponenten wie Sensoren, Aktoren, Steuerung und Feldgeräte separat abgesichert. Somit wird im Fehlerfall der betroffene Pfad abgeschaltet und die Anlage kann in einem sicheren Betriebszustand gefahren werden. Sicherungsautomaten bieten aber leider ziemlich viele Schwachstellen. Da wären zum Beispiel temperaturabhängige Auslöseverhalten, eine große Toleranz der Kennlinie oder das Nichtvorhandensein einer elektrischen Einschaltmöglichkeit. Des Weiteren bieten sie keine Fehlermeldung oder nur mit Hilfe eines zusätzlichen Hilfsschalters. Problematisch ist auch der Einsatz außerhalb ihrer Spezifikation, zum Beispiel für AC entwickelt, aber verwendet für DC. Feste Strombereiche und Charakteristiken grenzen den Einsatz stark ein. Um diese Nachteile dem Kunden zu ersparen, wurde von Lütze die Lockbox entwickelt. Die wichtigsten Vorteile gegenüber dem Sicherungsautomaten sind jedoch das zuverlässige Zuschalten von kapazitiven Lasten und das sichere Abschalten bei Überlast und Kurzschlüssen. In Verbindung mit Schaltnetzteilen, welche über einen Power Boost verfügen, ist ein Auslösen eines Automaten bei Kurzschluss in Verbindung mit kurzen Leitungslängen oder entsprechenden Querschnitt gewährleistet. Betrachtet man jedoch den Leitungswiderstand, so ist ein Power Boost wirkungslos und der Automat löst nicht aus. Ich möchte Ihnen im Folgenden die Lütze Lockbox im Detail vorstellen. Der Begriff Lock steht dabei stellvertretend für Lütze Overload Current Control. Die Lockbox mit ihren verschiedenen Ausführungen und Diagnosemöglichkeiten bietet dem Anwender den Einstieg in das Energiemanagement für die Steuerung der Zukunft. Die Lockbox von Lütze ist das erste intelligente Stromüberwachungssystem für 12, 24 und 48 Volt Gleichspannungen. Durch sie wird der Aufbau einer selektiven Spannungsversorgung auf einfache Art und Weise ermöglicht. Die Nachteile eines Sicherungsautomaten wandeln sich so in Vorteile um. Die Lockbox ist einkanalig und mit 8,1 mm die schmalste Baugruppe am Markt. Der scheibenweise Aufbau spart Platz und Geld, da nur so viele Module verwendet werden, wie auch erforderlich sind. Sie kann aufgrund der vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten für alle Anwendungen eingesetzt werden. 10 Strombereiche, 5 Charakteristiken und der Signalein- und Ausgang machen es möglich. Die Lockbox bietet einen Leitungs- und Geräteschutz, kann alle Arten von Verbrauchern wie ohmsch, kapazitiv oder induktiv zuschalten. Durch gezieltes Ein- und Ausschalten ist eine Energieeinsparung sowie ein Energiemanagement möglich. Die unterschiedliche zeitverzögerte Zuschaltung der Module bis maximal 255 Millisekunden trägt zur Entlastung des Netzgerätes bei. Ein pulsartiger Einschaltstrom wird somit reduziert und die Lebensdauer erhöht. Eine weitere Version, die LockboxNet, gestattet sogar die Erfassung des momentan fließenden Stroms über verschiedene Feldbussysteme. Somit ist eine vorbeugende Wartung zu jeder Zeit möglich. Zu den wesentlichen Vorteilen der Lütze Lockbox gehört ihre sehr, sehr einfache Bedienung. Betrachten wir diese nun genauer. Wie bereits erwähnt, kann der Strombereich und die Charakteristik eingestellt werden. Über diesen Drehschalter werden die Strombereiche eingestellt, von 1 Ampere bis 10 Ampere, jeweils in 1 Ampere Schritten. Dieser Drehschalter gibt die Charakteristik vor. Entsprechend der Last kann zwischen 5 Stufen ausgewählt werden, von flink bis super träge. Über diese LED werden die Informationen zu den Betriebszuständen angezeigt. Hier wird beispielsweise eine 90%ige und eine 100%ige Auslastung signalisiert. Mit diesem Taster kann das Modul zu jedem Zeitpunkt ein- und wieder ausgeschaltet bzw. im Fehlerfall quittiert werden. Mithilfe dieser Lasche können die Einstellungen plombiert werden. Die Betätigung des Tasters ist weiterhin gegeben. Die Lockbox verfügt über 7 Anschlussmöglichkeiten. Die Anschlüsse 7 und 6 dienen dem Anschluss der positiven Versorgungsspannung. Hierbei dient die Nummer 6 als Direkteinspeisung, was bei wenigen Modulen sinnvoll ist. Wir empfehlen, ab mindestens 4 Modulen ein Einspeiseset zu verwenden, um den Verdrahtungsaufwand zu reduzieren. Hierbei wird eine Standard-Kupferschiene 3x10 mm verwendet und zwischen der Einspeiseklemme und dem Endblock eingesetzt. Rasthaken dienen der Fixierung. Die Elektronikmasse wird dem Modul am Anschluss 5 zur Verfügung gestellt. Bei mehreren Modulen ist dies nur einmal erforderlich. Die anderen Module
können ohne großen Aufwand mit einem Brückungskamm angeschlossen werden. Die Last wird am geschützten Anschluss 1 kontaktiert. Der Ferneingang, Anschluss 2, gestattet zu jeder Zeit das gezielte Ein- und Ausschalten sowie ein Reset. Sollen mehrere Module gemeinsam ein- und ausgeschaltet werden, dann ist dies mit Hilfe eines Brückungskammes möglich. Bei einem Reset werden alle ausgelösten Module erneut eingeschaltet. Der Anschluss an einem digitalen Ausgang ist möglich. Der Anschluss 3 meldet den Betriebszustand der Logbox und kann direkt auf einen digitalen Eingang einer Steuerung angeschlossen werden. Somit ist eine Einzelkanalmeldung einfachst zu realisieren. Für eine Sammelstörmeldung wird lediglich ein Brückungskamm benötigt. Der Anschluss 4 steht nur bei der Logbox Net zur Verfügung und dient der Buskommunikation. Über ein Gateway können die Module in verschiedene Feldbussysteme wie Profinet.io, Profibus.dp, EtherCAT oder CanOpen integriert werden. Mit der kostenlosen Software Logpads ist die Kommunikation über einen Windows-PC möglich. Hierzu mehr im Film Logbox.net. Der Aufbau der Lütze Logbox ist sehr einfach, speziell auch mit dem LSCR-Stream-Verdrahtungssystem. Wie hier zu sehen ist, bietet Lütze dafür einen speziellen Steg an. Die Montage erfolgt durch einfaches Aufrasten der Module. Zum Aufbau mehrerer Überwachungskanäle kann eine zentrale Einspeiseklemme verwendet werden. Anschließend werden der Anwendung entsprechend die Logbox-Module aufgerastet. Beim Aufbau können unterschiedliche Varianten kombiniert werden, da die Anschlussbelegungen untereinander kompatibel sind. Zum Schluss dient der Endblock zur Fixierung der 3x10 mm Kupferschiene. Die bereits gekürzte Kupferschiene wird zwischen Einspeise und Endklemme eingerastet. Die Elektronikmasse, der Ferneingang, der Statusausgang und der Busanschluss können zur Verringerung des Verkabelungsaufwandes mit einem Brückungskamm verbunden werden. Fassen wir zusammen. Mit der Logbox von Lütze ergeben sich folgende Vorteile: Modularer Aufbau, eine Variante für alle Strombereiche und Charakteristiken, was die Gerätevielfalt auf ein Minimum reduziert. Platzeinsparung auf dem Montagesteg. Kontrolle und Visualisierung aller Module über die SPS. Energiemanagement durch Ein- und Ausschaltfunktion. Analoge Kennlinie für sicheres Auslösen im Fehlerfall. Einzel- oder Sammelstörmeldung. Verringerung des Montageaufwandes durch die Verwendung von Brückern. Und bessere Verfügbarkeit. All diese Vorteile verschaffen einen erheblichen Nutzen und somit eine Kosteneinsparung im Einkauf, in der Lagerhaltung und beim Service vor Ort. Der Schaltschrankbau wird mit der Logbox von Lütze somit deutlich effizienter und die Wettbewerbsfähigkeit wird erhöht.